So, jetzt nochmal, wie versprochen, das Fazit zur deutschen Masters- und Juniorenmeisterschaft am gestrigen Tag. Ich hatte drei Teilnehmer. Drei Teilnehmer sind für das Team Holzer gestartet. Einmal der Simon Silzer ist mit 20 Jahren, hatte noch 3 Jahre bei den Junioren zu starten. Seine letzte Platzierung war vor 3 Jahren. Da war er Dritter auf der Deutschen und jetzt einen Platz besser, deutscher Vizemeister in der Classic Bodybuilding der Junioren. Also Simon, Respekt nochmal, volle Kanne abgeliefert, freut mich. Deutscher Meister hat man natürlich anvisiert gehabt, wie immer das Optimale, aber sehr starkes Feld und auch mit den Platzierungen können wir leben, fair gewertet und deswegen nochmal Gratulation an dieser Stelle. Leider zu der letzten Platzierung komme ich gleich, zu meiner Lebensgefährtin, aber jetzt erst noch an Markus Kersten. Bei dem ist ja die EM-Quali schon nicht so gut gelaufen, beziehungsweise da waren so ein bisschen die äußeren Umstände und jetzt auch die Masters-Deutsche war einfach ja, sehr unglücklich, ist leider nicht ins Finale gekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind da hingefahren, dass wir das Ding holen. Mal dann einen Platz hin oder her, kann man immer damit leben, aber hat dann leider nichts fürs Finale gereicht. Warum und weshalb müssen wir noch genauer analysieren. Erstens war es einmal ein starkes Feld, hört sich vielleicht immer blöd an, das schreiben immer alle, dass ein starkes Feld haben, aber diesmal war wirklich gut und dann ist halt auch, wenn es knapp ist, werden auch halt immer knappe Entscheidungen getroffen, was so ein bisschen, Markus, das muss man aber noch genau rausreden, hatte nicht ganz die Form wie vom Frühjahr letzten Jahres. Wir wollten ein bisschen runterkommen, weil das immer sein Manko ist und dann versucht man natürlich als Coach immer das Optimale rauszuholen, hat dann aber nicht so ganz die Härte erreicht. Ob es daran gelegen hat oder auch ob die Endhärte nicht so erreicht wurde, weil es schon die dritte Meisterschaft oder die dritte Saison in Folge hat, muss man jetzt glaube ich noch eruieren. Mir hat auf alle Fälle die Form sehr gut gefallen, also habe den auch guten Gewissens auf die Bühne lassen, aber wie gesagt, so im Nachhinein, er war letztes Jahr ein Tick schärfer und wobei jetzt das Volumen ein bisschen besser war. Wie gesagt, an was dann letztendlich gelegen hat, glaube ich, muss man sich nochmal zusammensetzen. Auf jeden Fall, denke ich mal, ist bei ihm als Erster jetzt einmal Regeneration angesagt, eine vernünftige, und dann so können wir die Platzierung auf alle Fälle nicht stehen lassen. Und dann zuletzt, guter Letzt, ein super erfreuliches Ergebnis, meine Lebensgefährtin, die Sandy Alexandra Grabert, hat gestern auch den deutschen Meistertitel der Women's Physik Masters geholt. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ziel war für mich auf alle Fälle das Ding zu holen, aber was dann natürlich immer rauskommt, steht immer auf einem anderen Blatt, und sie ist da aber recht bescheiden und sie wollte einfach nicht Letzte werden. Schatz, das hat gut geklappt, mit dem ersten Platz, Mission erfolgreich beendet und ja, das war es eigentlich schon. Waren 3 Teilnehmer, eigentlich Simon und Sandy super abgeliefert, Markus, dem kann man auch nichts vorwerfen, hat halt an dem Tag jetzt nicht sein sollen, aber Potenzial hat er auf alle Fälle, dass er das Ding gewinnen kann und ich denke, der nutzt das Potenzial auch noch und holt sich jeden Titel. So, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Abo da, Glocke aktivieren, dass ihr kein zukünftiges Video verpasst. Auch gerne einen Kommentar schreiben, was ihr in Zukunft sehen wollt. Und dann hören wir uns bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Ciao, Servus.